Hallo und herzlich willkommen. Dritter Tag bei der siebten Jubiläumsfeier, dem aktuellen 50% Event. Heute haben wir im Angebot die Tagesherausforderung, Kuriositätenliebhaber, Ausrüstung verbessern und die Schießbude. Damit fangen wir auch gleich mal an. Da haben wir die Luftschiffteile. Was brauchen wir da? Da wären die Präzisionskomponenten ganz nett. Hier haben wir die Bauteilebelohnung und hier ist auch schon gleich das Richtige. Eins, zwei, drei, sechs Schüsse. Ziele zurücksetzen. Ich hau 300 von den Galeriemünzen auf den Kopf. Macht 50 für jeden. Das sind also einmal die 6, dann nochmal 3 und 2. Hier setze ich jetzt die Ziele zurück, da ich die dritte Position schon auf der zweiten habe. Hier sehen wir, die dritte Position kam schon hier. Deswegen machen wir da Stopp und zack. Sind wir hier auch schon fertig? Kommt die nächste Geschichte, das sind die Kuriositäten. Da brauchen wir auf jeden Fall die Ebenholzhaufen. Das sieht auch schon gleich ganz gut aus. Jetzt habe ich mir natürlich die Wertigkeit nicht gemerkt. Zurücksetzen 10, 74, 42. Okay. Nochmal. Zack. Jetzt sind wir damit auch schon durch. Kommen wir zur Waffenkammer. Hier habe ich noch nichts getan. Verbesserungen könnte ich den Gürtel. Oh, und hier die Armschienen. Da fehlt mir aber dann einiges an Stahl. Das heißt, ich brauche Stahl, Stahl, Stahl. Und wie immer Crimson Gold. Oh, und hier wird es auch knapp mit dem Ätherkristall. Eieieiei. Ausrüstung aktualisieren. Also irgendwie. Ganz, ganz, ganz viel Stahl. Alles andere kann ich so nachkaufen. Das sieht gut aus. Wieder nicht gemerkt. Neun, 16, 46. Zweite Position an der ersten. Jetzt muss ich ein bisschen umdenken. Jetzt muss ich einfach zweimal noch die einfache. Hier hatten wir die dritte Position an der ersten. Und die erste an der ersten. Hatte ich vor langer Zeit mal ausprobiert. Macht eigentlich keinen Unterschied, ob ihr jetzt alle auf einmal verballert oder ob ihr nach jedem Schuss sogar zurücksetzt. Edelsteine brauche ich nicht gucken, da brauche ich die Sonnenherzen definitiv. Aktualisieren. Hier sind wir. 4,8, 7,7550, 936.049. 4875. So, als nächstes haben wir die Wächterwaffen schmieden. Verbessern. Okay, da habe ich genug von den Lavakristall, also kann ich da voll auf mediterranes Metall gehen.
13, 39, 68. Hätte ich die zweite schon früher gehabt. Hier habe ich die dritte wieder früher. Also nochmal zurücksetzen. Bisschen unaufmerksam gerade. Da war die zweite schon an der ersten. Aber zumindest sind wir damit durch jetzt. Kommen wir noch zu den Gebäudewappen. Ja, oh, ganz wichtig. Die Handwerksmaterialien. Gebäudewappen, hier sind wir. So, 150, 240, 670. Hier ist die dritte an der ersten. Zurücksetzen. Ja, da wieder nicht drauf geachtet. Hier ist wieder die dritte auf der ersten. Und jetzt habe ich 2 zu 4 verschleudert von den Münzen. Naja, gibt Schlimmeres. Jetzt heißt es, den ganzen Kram einfordern. Zack. Und fangen wir mit Kuriositäten an. So, hier haben wir den Ring schon mal. Hier die Tasche. Da fehlen mir noch mal 50 von den Handbüchern. Die gönne ich mir mal. Sind nicht mehr ganz so teuer. Herstellen, ausrüsten, die alte Geschichte zerlegen. Dann verbessern wir einfach mal. Oh. Was wir ja zum Glück haben, ist hier die siebte Jubiläumsfeier, unserem geliebten Shop. Bei Feiervergünstigungen haben wir hier noch die Möglichkeit, Kupferessenz und Ebenholzessenz zu ergaunern. Auch die Handwerksmaterialien. Gucken wir mal, wo wir punktetechnisch schon gelandet sind. Billionen minus die 263,91 Billionen, die wir noch brauchen, sind 111. Das hilft uns alles so nicht wirklich weiter. Das heißt, ich könnte hier einen 97er und dann müsste ich hier die Gaston Schärpe in Dominiks Taschentuch noch machen. Haben wir denn da genug? Qualität ausrüsten, verbessern. Noch das, nee, nehmen wir die Schärpe, den Krummsäbel, zack. Wir hier
hier nochmal gucken, 606,25 Billionen minus 414,44 wären 191. Minus 97,744. Das Ganze zweimal, dann wären wir schon fertig damit. Ressourcen sagen, ja, würde gehen. Ist halt die Frage, wie sieht es hier mit den Verbesserungen aus? Die synthetisiert dann. Nächsten Mal noch ein bisschen Platz. Ach, sind wir mal schon ein bisschen gieriger, zerlegen hier noch mal. Verbessern. Verbessern. Und dann wird hier beim nächsten Mal ein bisschen nachgekauft. Haben dafür aber noch einen Schritt gut machen können. Nicht wirklich viele Punkte verschwendet. Kommen wir zur Ausrüstung. Da können wir ja schon mal gucken. Wir haben hier die Armschienen für 492 Billionen. Und wir haben den Gürtel für 289. Mal hier 492 und die 289. 289 wäre hier dazwischen, das bringt nicht viel. 492 wäre dieser Schritt, der ist schon ganz ordentlich, wird aber auch super teuer. Wenn wir jetzt hier noch die plus 289. Bei 781, da verschwenden wir einiges. Ja, jetzt wird's gucken wir mal hier erstmal den Stahl aus dem Inventar benutzen. Schnelle Synthese. Auch noch mal die schnelle Synthese. Gucken wir mal, von den Edelsteinhaufen bräuchten wir 2,71 minus 2,11 sind 0,06. Vom Crimson Gold. Hier brauchen wir 527,34 minus 467,56. Zack. Popogold sind die Haufen noch nicht drin. Das heißt, hier kaufe ich einfach mal pauschal 15. Guck, ob das reichen wird. Ätherkristall brauchen wir 3. Nee, das war nicht. Gehen wir mal zurück, um das Königreich verbessern. Im Besitz haben wir 2141. Und sonstiges. Das
es denn? Wo ist es denn? Bin ich schon zu weit? Irgendwo sollte doch hier das Purpurgold sein. Komisch. Ach ja, dann machen wir das mal auf die umständlichere Art und Weise. Haben 214,14 von dem Crimson Gold, von dem Purpurgold. Verbessern. Daraus können wir jetzt durch schnelle Synthese machen. 214. Tausend. Ist also einfach durch 100. 2,71 minus 2,14 mal 100 sind 57, die ich da noch brauche. Eieieiei. 57 durch 3,5 sind 17 mal das Purpurgold. Und jetzt die Gegenprobe. Schnelle Synthese. Suchen wir es mal so, aber das wird ein bisschen dubios eigentlich. Ja, sorry, eure Zeit hier gerade zu verschwenden. Aber das kann es ja irgendwie nicht sein. So, perfekt. Jetzt irgendwas vergessen? Nein, verbessern. Zack. Das war ein teurer Spaß. So bin ich aber im Shop ein bisschen vorangekommen. Und bin ein bisschen flexibler, wenn ich das nächste Mal aus dem Supreme Shop Sachen erhalte, dann kann ich da ein bisschen flexibler agieren, als wenn ich jetzt das Monster hier nochmal irgendwie versuchen sollte zu machen. Edelstahl habe ich genug, von dem Purpurgold kann ich nachkaufen, also alles gut. So, dann haben wir jetzt noch das Gold-Event. Den Königreichskonflikt. Hier kriegen wir heute durch das ganze Wächtergedöns Punkte und durch das Metzeln von Bedrohungen und roten Wächtercamps. Da habe ich ein bisschen Ausdauer rausgehauen und bin eigentlich schon mit den Aufgaben durch. Jetzt habe ich aber noch bestimmt irgendwas Wichtiges.
Econ wird noch verwendet, das heißt, den kann ich nochmal Sternlevel verbessern. Dann Jeanne d'Arc ist nicht so wichtig, Anna auch nicht. Die kann ich also noch liegen lassen. Was wichtig ist, ist diese Sophia Mordu aus dem aktuellen Event. Können wir hier die Punkte noch vollhauen. Sie ein bisschen effektiver zu machen. Außerdem ist dieser erhöhte Schaden beim Angriff auf Graf Dracula vielleicht ganz interessant. Mal gucken. Bisschen ärgerlich, da ich den anderen Wächter jetzt noch nicht freischalten konnte. Heißt der gute, der Lunara van Helsing. Der hat auch noch mal schöne PvE-Werte. Wäre schön praktisch gewesen. Jetzt habe ich die Problematik. Ups. Dass ich im Tauschladen 45 der Fragmente kaufen kann. 15 habe ich noch auf Tasche. Gibt es wahrscheinlich so auch noch mal Fragmente dazu, aber dann habe ich es fertig. So, wo ist die gute? Hier ist sie. Zack. So, jetzt habe ich nämlich die Ablenkzeit der Gespenster Truhen minimiert und ich habe nochmal die Anzahl der Gespenstertruhen, die abgelegt werden, erhöht. Gucken wir uns diese ominösen Truhen mal an. Hier sind sie, Gespenstertruhe 48 habe ich auf Tasche. Verwenden gibt Lord Ausdauer, Edelsteine, Ressourcen, Beschleuniger, Schriftrollen des Gelehrten, Ruhmesbanner und Rekrutierungsbanner. Ist alles immer zufällig, summiert sich alles über Zeit, von daher ist okay. Konstellation können wir uns nochmal angucken. Grimoire. Bin ich fast durch mit. Was kommt hier? Infanterie, Durchmaut, Lanze erlittener Schaden, Fernkampfgesundheit. Ja, wäre auch schön, die anderen jetzt mal ein bisschen höher zu pushen. Ich mache den jetzt mal fertig, dann habe ich hier offensiver Widerstand nochmal ein bisschen gepusht. Deswegen konzentriere ich mich da drauf. Ist alles recht teuer, wenn ich jetzt mal bedenke. Treville ist erst bei 3 Sternen, Dominique erst bei 2. Und hier hätte ich mit wenig auch schon 4 beschaffen können. Naja, läuft nicht weg. Deswegen gucken wir uns nochmal das Ranking an. Da bin ich auch bei 169, ist aktuell Rang 20. Was ich noch machen kann, ist hier rekrutieren, dass ich hier noch ein paar von denen raushau. Aber gibt vielleicht Tage, wo es schön wäre, da nochmal drauf zurückgreifen zu können. Deswegen werde ich jetzt nicht alle verballern. So reicht. Jo, das war's für heute Morgen Truppenausbildung. Deswegen habe ich heute früh meine Truppen fertig gehabt, nochmal komplett rausgehauen, was an zu trainieren war. Und die laufen jetzt schön über Zeit. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.